ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven zusammen mit der Easy. Und zwar spielen wir heute Geburt bis zum Tod als Werwölfe. Bist du excited? Wow. Ja, und wie? Okay, dann würde ich sagen, let's go. Hallo. Ich bin hier wegen meiner Schwangerschaft. Ich müsste einmal kurz in, ich glaube, Entschuldigung, darf ich vielleicht erst noch mal den anderen Patienten hier abfertigen? Danke. Ich bin anderen Patienten. Hier ist doch keiner. Ist hier jemand? Da ist eingetragen. So, dann, okay, alles klar. Was kann ich für dich tun? Okay, ich bin schwanger. Ich habe hier meinen Termin. Es könnte sein, dass das Baby heute kommt. Oh, wirklich? Also heute ist mein errechneter Geburtstermin. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen dich mal auf, oder? Lass mal kurz abhören hier, ob nicht so bald kommt. So, zeig mal her. Okay. Okay, da müssen wir vielleicht nochmal eine andere Untersuchung machen. Würdest du vielleicht nochmal einen Ultraschall mit mir machen? Einen Ultraschall? Okay, klar. Ja, genau. Ich glaube, wir können hier rechts rein in das Zimmer. Hier rechts? In Ordnung für dich? Genau. Hier ganz rechts, in das da? Hier, in das hier. Oh, nee, warte, das ist ein Röntgen, da solltest du nicht rein als Schwangere. Oh, okay, ich dachte, das ist, was du meinst. Du kannst hier das Zimmer, genau, leg dich ruhig hin, ja. Das ist sogar ganz gut, weil dann kann ich den Ultraschall hier direkt von der Seite machen. Dann gucke ich mal rein auf deinen Bauch. Okay. Hä? Was war das denn? Baby, was war das denn? Warte mal. Was ist los? Ist alles okay mit meinem Baby? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Irgendwas? Hä? Warte, was ist denn mit meinem Baby? Bin mir nicht sicher, aber das hat so spitze Wolfsohren. Was? Wolfsohren? Ja. Wie? Voll mehr so flauschige, oder vielleicht ist es durch das Ultraschallgerät. Warte, Human. Wieso Wolfsohren? Wahrscheinlich ist das Gerät. Oh Gott, ich kann doch kein Wolfsbaby kriegen. Dann nehmen wir mal hier, so. Sicher, dass ihr Gerät gut funktioniert? Ja, ich weiß es nicht so genau. Ich gebe Ihnen jetzt nochmal eine Spritze. Damit geben Sie mir eine Spritze. Ja. So, warte, damit ich mich nicht bewege? Genau, damit sie sich nicht bewegen, weil wenn sie wackeln, dann sieht das alles komisch aus. Ah, die Ohren waren verschwommen. Wahrscheinlich sah das deswegen aus wie Wolfsohren. So, ich gucke jetzt nochmal. Okay. Ah, ich erkenne nicht mehr viel. Na gut, ich glaube, das Baby kommt aber auch gleich, oder? Es sieht so aus, als wenn du Wehen hast. Ja, ich kann mich nur nicht bewegen. Du kannst dich nicht bewegen. Doch, du kannst dich bestimmt wieder bewegen. Die Spritze hält nur 30 Sekunden. Okay, ja, jetzt. Okay, dann kommen wir mit. Geburten machen wir hier in dem Raum. Geburten in einem anderen Raum. Ja, ja, genau. Das wirkt ganz schön umständlich. Kannst du schon mal reingehen? Okay, hier? Ja, genau, in dem ist auch okay. Okay. Genau. Sieht gut aus. Perfekt, dann mach ich mal den Vorhang zu hier. Dankeschön. Und, dann kann's losgehen, oder? Okay. Alles klar. Dann hole ich mal das Baby raus. Okay. Das haben wir schon. Ja, ist alles in Ordnung gewesen mit meinem Baby? Warte. Und zack, da ist es. Oh, nö, sieht alles gut aus. Nee, alles gut. Okay, das hat keine Wolfsohren. Alles sauber hier mit dem Kleinen. Da haben sie mir aber kurz einen Schreck eingejagt. Bitteschön, da hast du ein Baby. Herzlichen Glückwunsch, ist ein Mädchen. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Boah, ich bin super gespannt auf dieses Nachtfach, was wir heute haben. Oh mein Gott, ich bin, glaube ich, noch nie so spät abends in der Schule gewesen. Hier ist auch niemand. Mythologie, das ist mein erstes Mal Mythologie. Okay, hier ist Mathe. Das kann ja eigentlich nicht in einem normalen Klassenraum sein. Hier ist Englisch. Ich glaube, Mythologie war auf dem Mädchenklo. Ich meine, da was gehört zu haben. Wo ist denn das Mädchenklo? Ich glaube, das ist oben tatsächlich. Dann geht's einmal hoch. Und genau, hier. Hallo, ich bin hier für Mythologie. Hallo. muss ich hier rein? Oh, oh. Ach ja, willkommen, Schülerin. Hi. Hier zu deinem Mythologieunterricht. Wieso ist sonst keiner da? Das wirkt irgendwie komisch. Ach, die anderen habe ich im Klo runtergespült. Ah, ja. Möchtest du auch rutschen gehen? Ich möchte nicht rutschen gehen, tatsächlich. Mythologie, was soll ich hier lernen? Erstmal dein Lehrbuch. Lies es dir nicht durch. Ein Lehrbuch. Ich werde mir kein Lehrbuch durchlesen. Lesen in Mythologie. Mhm. Lesen ist was für Schwache. Und jetzt stell dich hier hin und schau an die Wand. Okay, ich schau an die Wand. Kannst du sehen? Nein. Kannst du sehen? Ich sehe die Wand. Du hast das Auge nicht. Was für ein Auge habe ich nicht? Das Auge. Was haben wir denn Mythologie? Was soll ich denn hier überhaupt lernen in Mythologie? Vielleicht mythische Kreaturen? Vielleicht Vampire? Oh, ich glaube, dir fehlt einfach die Gabe. Wieso? Hier, vielleicht kannst du mit der Taschenlampe sehen. Bitteschön. Es ist einfach nur sauhell. Sie haben mir gerade voll in die Augen geleuchtet. Nimm sie. Nimm die Taschenlampe. Mit ihr kannst du sehen. Sie wird dir den Weg weisen. Okay, ich habe die Taschenlampe. Mit ihr kann ich sehen. Weg. Kann ich einfach den Weg nach Hause finden? Ja. Okay. Findest den Weg zurück in dein Herz. Zurück in mein Herz. Super Mythologieunterricht. Okay. Gute Nacht.
Was ist denn da los? Werwölfe! Sie sind da! Wie, sie sind da? Ich gehe jetzt raus und gucke, ob hier irgendwo Werwölfe sind. Er kommt heute Nacht mit ja, der Schlüpfe. Klar, er wird sich entwickeln. Die haarigen Ohren, sie werden was? Rauskommen. Was? Sie sind so... Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ist alles in Ordnung? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Okay, ist eigentlich spät, doch ich gehe jetzt nach Hause. Ah, irgendwie... Boah, ich habe irgendwie ein richtig unangenehmes Gefühl an meinem Bein. Ist das fett? Hä? Warte mal, wieso habe ich einen... Hä? Warte mal, ich bin kein Tier. Wieso habe ich einen... Es ist Nacht. Hier ist Vollmond. Bin ich ein Werwolf? Hat die Mythologie-Dame doch keinen Quatsch geredet? Hallo, geht's Ihnen noch gut? Hallo? Okay, ist das hier ein Werwolfschwanz? Schnell weg hier! Ist das ein Werwolfschwanz? Die hat einen Salto gemacht. Oh mein Gott, ich fühle meine Zähne. Ich fühle meine Ohren. Ich glaube, ich verwandle mich. Ich glaube, es ist wegen Vollmond. Hilfe, was ist das, wenn ich Werwölfe gebe? Ich glaube, ich bin Werwolf. Okay, irgendwas stimmt ganz gehörig nicht mit mir. Meine Zähne tun weh und meine Ohren sind spitz. Und oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich könnte alles riechen. Und ich könnte so schnell rennen, wie es nur irgendwie geht, wenn auch nur irgendjemand hier wäre. Ich habe irgendwie diese Lust zu jagen. Oh Gott, da ist jemand. Hä? Wo bist du? Ha? Da hinten? Hallo? Was wer ist da? Wärst du bei Vollmond hier unterwegs? Oh. Wer ist jemand? Da? Hallo? Warte, ich höre doch... Da unten ein Mädchen! Warte, ist es ein Mädchen oder ist es ein Werwolf? Hallo? Hi! Hey! Oh, du bist auch ein Werwolf! Du bist ein Werwolf! Wir haben einen neuen Werwolf in der Stadt! Wie cool! Hi, willkommen! Hi! Wie ist denn das passiert? Warte, ich bin ein Werwolf! Es gibt Werwölfe in dieser Stadt! Es ist meine erste Verwandlung! Ich weiß gar nicht, was hier gerade los ist! Ja, komm mit! Ich zeig dir alles! Du bist jetzt Werwolf! Okay! Ja, guck mal in den Himmel, es ist Vollmond. Siehst du das da? Das habe ich mir schon fast gedacht wegen Mythologieunterricht. Aber pass auf, es geht gleich die Sonne unter. Wir sind bestimmt gleich, das ist der Mond. Wir sind keine Werwölfe mehr. Siehst du, da hinten ist er. Oh, okay. Ja, wir sind nicht lange Werwölfe. Wir sind nur bei Vollmond. Hübsche Ohren hast du. Dankeschön. Hübschen Schweif. Ja, danke. Ich habe meine Ohren unter deine Mütze versteckt, damit die Leute keine Fragen stellen. Oh, okay, das mache ich im nächsten Vollmond auch. Oh, meinst du, der Schweif ist auch ein Werwolf? Die hat auch eine Kappe auf. Ja, hier gibt es viele Werwölfe, die verstecken sich einfach. Warte, wie viele Werwölfe gibt es hier? Oh, da kennt sich jemand. Okay, ja. Guck mal, hier wohne ich. Haus. Okay, das sind die anderen Werwölfe. Das sind die anderen? Ja, ja. Hier in dem Haus. Kannst du mir aufmachen? Ja, alles klar, komm ruhig rein. Oh, ich bin, okay, hier ist die Werwolfversammlung. Okay, das ist wild. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Genau, hier ist so eine kleine Werwolf-Party hier. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn die Leute jetzt gehen. Okay, muss ich irgendwas beachten? Sind die Leute alle friedlich gegenüber Werwölfen? Ah, sind alle ganz nett. Guck mal, da steht doch, ich liebe euch. Siehst du das? Das stimmt, das habe ich gesehen. Und werden wir gejagt von der Polizei oder irgendwie? Ja, oder gibt's manchmal werden von der Polizei gejagt und von Jägern. Aber das kommt nicht so häufig vor. Oh mein Gott, wie aufregend. Heute ist endlich mein 18. Geburtstag. Und ich kann mich hier... Hallo! Willkommen! Happy Birthday to you! Dankeschön! Herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Geschenk! Alles klar, danke! Gerne! Okay, warte, was machen wir heute? Warum heute muss ich hierher kommen? Du kannst dich jetzt endlich von alleine verwandeln, wenn du möchtest. Du bist 18 geworden und wir müssen lernen, deine Kräfte zu kontrollieren. Okay, ja, momentan ist alles ein bisschen komplett außer Ordnung. Also an Vollmond verwandle ich mich nicht, aber dafür habe ich mich heute zum Beispiel verwandelt. Und es ist ein sonniger Mittwochnachmittag. Aber glaub mir, von jetzt an wird alles besser, okay? Jetzt bist du 18 geworden, jetzt alles. Und jetzt kann ich meine Kräfte einsetzen? Einfach so? Das sollte funktionieren, versuch's einfach mal. Okay, warte. Ich mache jetzt meine Werwolf-Sachen weg. Achtung. Okay, versuch. Ich konzentriere mich und... Oh, okay. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Oh mein Gott. Guck. Das hat funktioniert. Ja, super. Sehr gut. Oh mein Gott, vielen Dank. Gut gemacht, Ronja. Okay, endlich ist es soweit. Meine erste große Untersuchung, jetzt wo ich schwanger bin. Oh, ich hoffe, mein Baby wird auch ein Werwolf. Aber ich darf das, glaube ich, nicht so laut sagen hier. Oh mein Gott, das wäre so cool. Okay, warte, meine Ärzte. Drei Tabletten, bitte. Ja, danke, alles klar. Wieder. Hi. Ja, hallo, bitte. Richtig, Ronja, Röntgen. Du bist schwanger, oder? Ich bin schwanger, genau. Ah, alles klar. Wie alt bist du, 23? Ja. Alles klar, gut. Dann komm bitte, das machen wir nämlich jetzt gleich. Wir haben den Termin hier vorne. Okay. Genau. Ich leg mich hier drauf.
Ja, eine XXL-Röntgenmaschine. Keine Ahnung, sieht aus wie ein X-Ray, ist es aber nicht. Ist kein Ultraschall, ist ein Röntgen. Ist kein Röntgen, ist Ultraschall. Perfekt, okay, ich hoffe, es ist nichts Gefährliches für mein Baby, okay? Ja, ich möchte nämlich mal nach dem Baby schauen, alles klar. Jetzt, keine Angst, das Ding ist ein bisschen laut, okay? Also, okay. Aber du bist wieder... Ja, das war's auch schon. Okay, was ist? Ich mir mal kurz das Bild an, ja. Mhm. Hier haben wir, glaube ich, das Ergebnis. Warte, ich muss kurz das Ergebnis hier einmal holen. Das wurde nämlich ausgedrückt hier vorne. Ah, okay, interessant. Okay. Ah, das war nur so ein Schaubild hier, nehme ich an. Oh mein Gott. Ist alles in Ordnung? Ist alles okay. Das habe ich schon mal gesehen. Oh, okay. Ja, das ist ja nichts Schlimmes. Sicher, was ist. Gibt's irgendwas vielleicht, Vitamine oder so, die ich nehmen muss? Vitamine? Das sind Wolfsohr. Ich meine, was? Ich muss mal kurz telefonieren gehen, da stimmt was nicht. Wir müssen keine Sorge, setz dich doch ruhig in das Zimmer da hinten. Sieht die Wolfsohr mein Baby? Ich muss unbedingt zuhören, was sie sagt. Hallo, wir haben wieder einen Fall. Ja, wieder einen Fall. Genau, von Wölfen hier in der Stadt, ja. Die sind da mein Baby her. Okay, ich muss hier weg. Ich muss hier irgendwie weg. Okay, sie guckt nicht. Ja, sie kommt gleich, die Polizei. Ja, in einer Minute. Okay, perfekt. Okay. Boah, gerade noch so rausgeschafft. Okay, sie guckt nicht, oder? Sie sieht nicht, wo ich hin bin. Oh mein Gott, nein, die sind hinter meinem Baby. Ich wusste gar nicht, dass man im Ultra... Oh, nee, hier ist die Polizei. Ich muss in die andere Richtung. Hier ist die Polizei. Okay, warte, ich verstecke mich hier hinter dem Schild. Okay. Ja, sie geht ja gerade hinter das Schild. Ja, Polizei, nein, bitte holt sie euch. Ich beobachte sie. Ich muss hier irgendwie wegkommen. Sie läuft jetzt die Straße hoch. Okay, ich kann mich aber nicht verwandeln. Wenn ich mich verwandle, wäre ich so viel schneller. Ich meine, andererseits wissen sie ja schon, dass ich ein Werwolf-Baby habe. Okay, warte. Kann ich hier... Ich gehe in das Haus. Warte, hier geht die Garage gerade zu. Komme ich hier rein? Nein. Okay. Luisa. Irgendjemand, lass mich rein. Okay, warte, hier. Hinter dem Haus. Beim Gebüsch. Okay. Boah. Okay, das war nochmal knapp. Die Leute wissen scheinbar mittlerweile von der Existenz von Werwölfen. Scheinbar sieht man die im Ultraschall. Und scheinbar ist hier nicht nur die Polizei, sondern auch die Krankenhausleute hinter meinem Baby her. Oh Gott, ich muss mich irgendwie verstecken. Ich kann hier nicht in der Stadt bleiben. Ich glaube, ich muss auswandern. Okay, kleines Baby, wir haben das. Wir reisen aus. Wir ziehen, keine Ahnung, in ein Land, wo... So, wenn die Verdächtigen versuchen, über den Flughafen abzuhauen, dann werden wir den abriegeln. So, ich fahre jetzt gerade hin. Oh, hier ist deiner. Oh mein Gott, okay, warte. Wenn ich zum Flughafen komme, bevor der abgeriegelt ist, dann bin ich sicher. Dann bin ich in Sicherheit. Vielleicht nochmal einen Donut. Oh ja, das gönne ich mir. Okay, warte, die ist kleiner. Okay, dann komme ich hier rein. Eine lange Schlange hier. Dann komme ich hier rein. Ist hier der Eingang? Okay, ja. Oh, dann sind wir hier. Immer durch. Hier bleibe kein Ticket, aber hier ist keiner. Ich muss hier nicht ab. Und. Hier bleiben! Gerade so geschafft. Ich hab sie gesehen! Oh Mist! Okay. Oh, das geht los. Okay. Okay, gerade noch so Glück gehabt. Okay, der Flieger ist gelandet. Ich bin seit Jahren mal wieder zurück in meiner Stadt. Ich kann es nicht glauben. Okay, meine Tochter ist noch im Ausland. Die wollte da in die Uni gehen. Okay, das ist jetzt ein paar Jahre her. Das heißt, den Werwolf-Zwischenfall sollten alle vergessen haben. Ich bin in Sicherheit. Ich kann meine Kräfte kontrollieren. Das heißt, ich kann hier einfach ganz gemütlich durchmarschieren. Und... Oh, stimmt. Da wollte ich unbedingt noch mit der Polizei sprechen. Weil ich hatte... Mir wurde tatsächlich mein blödes Haustierschloss geklaut. Und ich muss irgendwie in mein Haus wieder reinkommen, jetzt wo ich wieder in der Stadt bin. Ja, bin auf Patrouille. Okay, warte mal. Hallo? Hä? Polizei? Was willst du? Ich bin auf Patrouille. Vor ungefähr knapp 15, 20 Jahren wurde mein Haustürschloss geklaut. Und ich suche das. Und ich komme jetzt nicht in mein Haus rein, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Hallo? Rufen Schlosser! Ja, wie jetzt rufen Schlosser? Okay, vielleicht, wenn die mich nicht ernst nehmen, gehe ich zur Polizeistation und rede da mit den Leuten. Das ist doch, kann doch nicht sein. Irgendjemand muss mir doch helfen. Hallo, Officer! Okay, ja, hallo? Versuchen wir es nochmal. Mein Haustürschloss wurde geklaut. Ihr Haustürschlüssel wurde geklaut. Oh ja, da werden wir sofort Anzeige erstatten. Erzählen Sie mal. Okay, ich weiß leider nicht, wer es geklaut hat. Es könnte jeder gewesen sein. Es ist eines Nachts verschwunden und ich komme jetzt nicht mehr in mein Haus. Oh, okay. Wissen Sie was? Ich komm mit. Ich mache Ihr Haus auf, okay? Ich habe einen Generalschlüssel. Okay. Haben Sie irgendeine Vermutung, wer das sein könnte oder was wir hier machen können? Das war der Stier auf dem Rücken von dem Polizisten da. Der wird gerade verhaftet. Verstehe. Apropos, dann kommen Sie mir bekannt vor. Bekannt vor? Ja, du kommst mir total bekannt vor. Was passiert schon wieder? Aber ich habe dich schon mal gesehen. Oh nein, ich verwandle mich. Sieht man das schon?
Ich hab's gesagt. Oh nein, nein, nein. Wir haben. Was? Okay, Handschellen anziehen. Handschellen anziehen. Ich hab doch nichts getan. Sofort. Leg die Handschellen an. Oder ich schieße. Ich muss schießen. Ich muss schießen. Nein, nein, nein. Ich schieße nicht. Oh, stehen bleiben. Oh mein Gott, meine Seite. Au. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, ich hab sie getroffen. Ah, ich hab sie getroffen. Warum schießen sie auf mich? Das Werwolf-Problem ist behoben. Das Werwolf-Problem. Sie wussten, dass ich ein Werwolf bin. Nein, die konnten. Oh mein Gott, weil ich mich verwandelt habe. Und ich habe meine Verwandlung nicht mehr im Griff. Ich war zu lange nicht mehr in der Stadt, wo ich es verbergen musste. Dann bringen wir dich jetzt hier jetzt erstmal auf den Friedhof. Genau so. So endlich. Das ist das Ende. Ich hätte niemals zurückkommen dürfen in diese Stadt. Ich hoffe, meine Tochter macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Oh mein Gott. Genau, da können wir dich jetzt begraben. Ah, hier ist doch ein schönes Grab. So, bitteschön, da kannst du rein. Und ciao. So, das war's mit dieser Folge. Roblox Brookhaven als... Röntja lebt wieder! Yeah. Als Werwölfe. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen coolen Videos mehr. Und schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei, denn da kommen auch Warte mal, Ronja? Ja. Ronja, die haben den Kanal noch nicht abonniert. Die haben den Kanal noch nicht abonniert? Ich weiß. Willst du mir etwas sagen? Die haben den Kanal noch nicht abonniert? Ja, das wollte ich euch lieber nicht hier sagen lassen. Alles klar, macht's gut, bis zum nächsten Mal.